Hallo und herzlich willkommen zurück bei Arkscorched Earth. Immer noch in meinem Häuschen. Ups. Na komm, lass mich da rein auch. Komm. Ja, genau da. Siehst, warum nicht gleich so, hm? Dank der S-Plus-Teile geht das hier ja, was ich mache. Ohne S-Plus würde ich hier ganz schön alt aussehen. Naja, dann wäre mein Haus so wie vorher. Dann ging es halt nicht. Fertig. So. Jetzt hätten wir hier sogar Decke. Sehr gut. Jetzt wäre die Frage, wo bauen wir da Treppen ein? Beziehungsweise haben wir Treppen fertig unten oder haben wir keine? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Schauen wir mal. Nein, keine Treppen fertig. Adobe Staircase, Wooden Stone. Das sind auch die S+. Schauen wir mal, ob die gehen. Brauchen wir da unten ja auch noch neue. Naja. Kommen wir dann dazu, sobald das Grundgerüst steht. So. Oh Gott, ich habe ja. Ach so, das sind ja nur halbe. Aha. Wenn ich da reinkomme, dann möchte ich eigentlich die Treppen. Wie schaut denn das aus? Ich würde eigentlich auch gehen, aber wieso haben die keine? Okay. Die haben keine Begrenzungen links und rechts. Finde ich jetzt ein bisschen doof, aber okay. So, das heißt, ich müsste hier Pickup und hier Pickup. So. Und dann würde ich das so machen. Ist das richtig? Ja. Dann hätte ich hier als Begrenzung den Felsen, finde ich okay. Das ist ein bisschen doof, aber okay. Da fällt mir vielleicht auch noch was ein. So. Damit hätten wir den Boden hier zu. Und kommen da hinauf. Das ist wunderbar. Da drüben habe ich ja schon angefangen, das Haus zum Fertigmachen. Hier mal festgestellt, geht es nicht ganz so einfach. Baue ich definitiv noch einmal da. Und dann hätte ich gerne da hinten die Wand. Das ist die Frage, komme ich da hin? Ja gut, dann machen wir es halt hier. Oh, das ist verkehrt herum gesnappt. Pickup. Aber jetzt stehen wir schon da, jetzt müsste ich auch gehen. Sehr gut. Dann kommen wir jetzt auch hier. Oder auch nicht. Ich stehe zwar da oben, aber lasst mich da nicht bauen. Okay, verstehe nicht. Damit kann man nicht quasi das Haus dann hier auch beenden. Kann man noch ein paar Ceilings bauen? Ja, gut. Wir brauchen allerdings auch noch ein paar Schräge.
Also brauchen wir ja nicht, machen wir es so. Jetzt ist dann noch die Frage, da haben wir bisher nichts, da werden wir jetzt auch nichts brauchen. Machen wir das Haus da einfach dann kleiner, dann haben wir hier eine Art Balkon. Da hat man eine schöne Aussicht, ich finde, das ist eine gute Idee. So, Nummer 7. Komm, lass mich hoch. Lass mich nicht hoch, gut. So, oben. Wunderbar. Ging doch voll einfach. Es wird auch noch alles weggerissen. Das brauchen wir nicht mehr. 8. Lasst mich das bitte bauen. Ich will auch nur da unten. Ach, requires Foundation Support. Hier geht's und hier nicht. Dann machen wir das Ganze so. Moment. Pick up. Wenn das das ganze Problem ist, dann ist mir jetzt klar. Dann können wir das auch so bauen. Das ist ja nicht das Problem. Das ist Quatsch. Aber so könnte man es eigentlich auch machen. Dann ziehen wir halt da die Wand rein. Nicht da. Acht. Genau. Acht. Na komm. Einzige Wand, die man nicht setzen lässt, oder was? Jetzt nicht dein Ernst. Bin ich immer noch im Crouch? Ja. Bin immer noch im Crouch-Modus. Gut, dann machen wir das nochmal anders. Da vorne lasst du mich setzen. Und da lasst du mich setzen. Dann muss ich es leider hier auch machen. Und hier auch. So, Problem beseitigt. Mensch, Mensch, Mensch. Naja. Soda. Nummer 7. Eine alte Frau kocht. So, da geht's noch weiter. Ja, da ist der Abschluss. Und zwar könnten wir mal die Schrägen bauen. Gut. Gut müssten wir unten noch haben. Aha. Hier haben wir die Teile so gut es ging vorbereitet, so in etwa halt zumindest. Moment, das ist das Falsche. Ich brauche zwei. Genau. Da brauche ich dann eine Wand, und zwar solch eine. Obendrauf noch einmal die Nummer 2.
Da können wir dann eine normale Türe. Und obendrauf die 8. Genau. Und dann hier noch einmal mit Fenster und hinten einfach zumachen. Genau. Genau, so machen wir das. So. Damit hätten wir das. So, jetzt müssen wir nur schauen, dass wir das irgendwie halbwegs schön hinkriegen. So. Scheiße, die passt nicht. Die snappt gerade falsch. Einmalig. Und was von drüben. Richtig. Na komm. Richtig. Auch richtig. Jetzt hat man die eine gefehlt, die ich abgerissen habe, ja klar. Nimmst du mir bitte richtig? Falsch. Ah ja. Demolish. Nur gut, dass ich es nicht eilig habe. Meine, ich hätte zwar irgendwann gern mein Häuschen fertig, so, warum passt es denn nicht? Warum will er das so nicht, wie ich es gern hätte? Gut, okay. So, jetzt gehen wir dann langsam die Baumaterialien aus. Gut. Dann muss ich halt einmal hoch. Macht auch nichts. Alles, was ich heute gebaut habe, habe ich immerhin noch nicht hoch müssen. Finde ich gut. Passt nicht. Gibt's ja nicht. Das muss echt wieder das letzte Teil sein, das aus der Reihe tanzt, oder? So, jetzt passt's aber. Wunderbar. So. Gut, das brauche ich jetzt hier eigentlich nicht. Ich lasse trotzdem einfach drinnen. Hier haben wir es noch nicht zugemacht. Das heißt, hier fehlt mal hier kann ich es noch nicht zumachen. Einmal die Decke hier. Dann würde ich sagen, gehört es da weg. Ja gut. Oh, ja, ich hätte mein Shabua mitnehmen sollen, dann hätte ich sowas gewusst. Aber der ist ja oben. So, komme ich da irgendwie runter? Nein, komme ich nicht. Also bauen wir es einfach. Komm, darüber. Nee. Er lasst mich nicht bauen da unten. Gut.
Machen wir es einfach so und gut ist. So. Jetzt können wir da oben so mehr oder weniger die Plattform bauen. Ich finde es echt super, dass man jetzt der Sandsturm kommt. Da habe ich kein Stamina zum Springen. Da habe ich gar nichts. Gut, dann gehen wir halt im Schleichtempo an Matzes Hütte vorbei, die er auch richtig schick gebaut hat. Also mir gefällt es zumindest, was er da so gemacht hat. Hinein ins Lager. So. Also die können wir jetzt momentan nicht brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar Seedlings. So. Da fehlt Clay. Wir hatten die ganzen Clay aus dem Tisch gebraucht. Oh Mann. So. Cool. Dann Adobe. Craft. Geht's aber dann weiter mit der. Das heißt, ich brauche dann auf jeden Fall die Schrägen nach oben, links und rechts jeweils. Was fehlt man dafür dann wieder? Wood. Ich hole dann noch mehr Clay. So, also dann brauche ich links und rechts, aber nicht die S Plus, sondern die ohne S Plus, die baue ich wieder im Inventar. Die kann ich auch wieder reinlegen, die S Plus. Habe ich die mit? Nein. Also, Craft. Schränke sind dann das letzte. Und ich werde aber wahrscheinlich auch Foundations brauchen, oder? Nein, brauche ich nicht. Nicht so, wie ich es jetzt vorhabe. So, das tun wir mal weg. Dann nehme ich mir das Zeug raus. Was brauche ich für... Also mal Thatch. Thatch werde ich brauchen, Holz werde ich brauchen, Clay werde ich brauchen. Dann basteln wir ein paar Adobe S Plus, S Plus, nicht S Plus, nicht S Plus. Fiber. Haben wir hier Fiber? Nein. Doch. Ich brauche Fiber. Genau, so. Wir haben eh noch Sandsturm. Dann können wir uns mal durchreparieren. So.
Und zwar Repair. Das heißt, man kann jetzt unten bei mir fischen und fliegende Krokus verspeisen. Mhm. Ist doch auch mal was Neues. Ich hab Durst. Gut, können wir auch machen. So. Hunger. Nicht mehr lang. So. Also, Nummer 7. Kann ich hier nicht bauen, weil Foundation Support? Okay, verstehe ich. So. Könnte der Sturm jetzt aufhören, dann könnte ich mir nämlich meinen Foundation Support holen. Nein, der hört nicht auf, dann gehe ich trotzdem runter. Ja, hört doch auf. Mein Foundation Support liegt doch noch hier drinnen. Ja, jetzt ist die Frage, ich habe diese S Plus und ich habe die normalen. Jetzt bin ich gespannt, welche davon funktionieren nach dem Update. Ich baue mit S Plus, also theoretisch brauche ich S Plus Teile. Okay. Repair. Ach, nur meine Türe hat Schaden. Interessant. Es schaut jetzt auch, glaube ich, besser aus, weil die Rampe nicht so weit nach vorne steht. Bald mal deutlich besser. Und jetzt können wir anfangen mit Foundation Support. Mhm. Schauen wir mal, ob es hilft. Jawohl, hilft. So, das heißt hier auch. Und dann können wir da reinbauen. Dann können wir hier die wegnehmen. Foundation Support. So, das war jetzt, glaube ich, die hier. Nee, es waren natürlich die anderen, oder? Na komm, einer ist da vorher schön drunter gegangen. Du weißt das. Sieben. So. Da möchte ich, dass das halbwegs ordentlich ausschaut, aber gut, die Wände machen wir notfalls nachher. Gut, wie gehen wir jetzt weiter? Ich habe mir gedacht, dass man die Rampe hier mehr oder weniger quasi geradeaus bauen kann. Das heißt, ich bräuchte hier... das hier. Ja, arme Rampe. Danach brauche ich, machen wir mal davon ein paar. Gut, wenn ich die gebaut habe, kann ich die natürlich nicht setzen.
Weil keine S Plus. Ich brauche jetzt eine Adobe Wall. Da fehlt jetzt Clay. Okay. Clay, ich komme. Adobe Wall. Machen wir mal ein paar. Da hätten wir mal 5. Das wäre okay. Das wäre ein Anfang. Ich kann jetzt nicht wieder alles mitschleppen. Notfalls muss ich halt echt hin und her rennen. Bin ja mal gespannt, ob es überhaupt so geht, wie ich es mir vorstelle. Oder ob das dann so gruselig ausschaut, dass ich sage, das kann man keiner machen. So, Nummer 3. Das geht. Das heißt, ich kann nachher auch Nummer 7 benutzen. Das geht auch. Ja, wie gesagt, verschönern kann man die Rampe nachher auch noch gut. Ist wurscht. So, Nummer 6. Dann Nummer 4. Nein, Nummer 2. Noch Nummer 4. Dann Nummer 6. Und dann kann man da drauf gehen. So snappt ja nicht drauf, genau. Das heißt, ich brauche hier wieder eine Wand. Dann Foundation Support. Und dann eine Wand hier vorne. So, schauen wir mal, wie es ausschaut. Jawohl. Und die Wand kann ich jetzt so nach vorne ziehen. Hier am besten wieder mit Foundation Support. Sehr gut. Schaut gut aus. Und dann kann ich hier anfangen, nach oben zu gehen. Das heißt, hier bräuchte ich wieder das hier, das hier. Dann bräuchte ich hier wieder eine Wand. Dann brauche ich hier wieder das. Dann brauche ich hier wahrscheinlich wieder das. Damit ich hier wieder das draufsetzen kann. Damit ich dann wieder hier das draufsetzen kann. Damit wir dann noch eins hoch müssen. Clay. Kann man hier einfach runter? Nein, gar. Müssten wir auch wieder tricksen. Das heißt, ich muss hier erstmal hoch mit Clay holen. Oh, ich finde den Glas, denn der sieht gut aus. So. So, was brauche ich jetzt im Genauen? Ich bräuchte noch Wände. Ach, machen wir es uns wieder einfach. Adobe.
So. Ceilings brauche ich definitiv noch. Und danach brauche ich Wände. Woran hängt diesmal am Clay? Zwölf ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Machen wir mal acht. Genau. Dachschrägen, na gut, die können wir nachher auch noch bauen. Ich brauche jetzt immer praktisch nur eine Breite, damit ich sehe, wie es ausschaut und ob es sich ausgeht. So. So, hier brauchen wir wieder eine Wand. Eine Ceiling. Moment. Eine Schräge. Eine Dachschräge. Also. Dachschräge, na gut, lassen wir es mal. Und wieder das und wieder das. Aber ich glaube, das war es jetzt, oder? Das reicht doch. Ja, da kommt jedes Tier hoch. Oh, Foundation Support, oder? Ja, ich weiß schon, dass man kalt ist. Finde ich aber gerade nicht schlimm. Lass mich da hoch. Mann, lass mich auf meine Rampe. So. Na, ja, da kommt also jetzt wirklich jedes Tier hoch. War ich der Meinung. Clay, okay. Aber so könnte man es echt machen. Mit drei wird es schwierig. Zwei geht sich aus. Frage ist nur, wie komme ich dann schön rüber zum Matze? Da könnte ich hier. Das könnte ich jetzt noch probieren, ob das geht so. Und wenn ich dann. Das geht nicht. Ja, ich sehe schon, da muss ich mich länger spielen. So. Oh. Sag mal. Will er mich ärgern? Und hier dann auch noch. Da brauchen wir auch noch ein paar Seedlings. Verwender. Und hier gehen wir dann die. Machen wir es auch so wie er. Nehmen wir die Rampen hier. Da müssten wir doch sogar noch welche übrig haben, oder? Rampen. Eine noch, na gut, eine ist besser als keine.
Ich bräuchte jetzt noch Wände. Es liegt am Clay. Clay und Wood. Tja, Essen. Danach brauche ich jetzt, ist das eine S Plus? Ja. Müsste jetzt S Plus arbeiten, oder? Probieren wir es einmal. Noch ein paar Wände. Ein paar Dope Roofs. Ach Scheiße, das sind ja die. Kann ich die auftrennen? Weiß gar nicht, schauen wir mal. Geht das oder geht's nicht? Weil die sind ja eh verpackt, die will kein Mensch. Right. So, und das da. Achso, Water Well, gut. Gut, Karma. Dann auf. Die Dachschrägen muss ich ja so bauen. Die heißen Sloped Adobe Roof. Raft, was fehlt mir? Clay. Ja, ich sehe schon, der Kleeschrank ist nachher gleich leer. Dann will ich endlich zum Platzieren kommen. So. Schon deutlich angenehmer, seit wir hier überall Lampen haben. Das sind die S Plus. Das ist die ohne S Plus. So. Er weiß nicht, S Plus ist. Haha. Mist. Okay, also dann brauchen wir hier doch noch eine Dachschräge. Und dann brauchen wir hier noch eine waagrechte. Das heißt, wir brauchen hier wieder so eine Wand. Dann wieder eine Dings. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch. Boah, jetzt können wir hier eigentlich das da machen. Genau. So, zack, erledigt. Hier zur Verschalung noch das. Und hier auch. Gut, dann muss ich mich wieder rumfrickeln, rumspielen. So. Im richtigen Winkel kommt man hin. So. Wunderbar. Ach,
Wenn wir es jetzt schon überall hinkriegt haben, kriegen wir es da auch gleich hin. Ich sage, da muss man sich teilweise recht lange spielen. Jetzt habe ich es ganz kurz gehabt. Bis man einen richtigen Winkel hat. Ja, ich habe ihn wieder ganz kurz gesehen. Ist so ein Annäherungsspielchen, egal. Machen wir nicht jetzt. Und zum Matze würde ich fast sagen, bauen wir hier die. Schon besser aus. Genau. Kommen wir so zu Matze rüber. Und kriegen wir da noch eine hin? Wie schaut die aus? Eigentlich okay. Mehr oder weniger. Kann man so zu Matze abbiegen? Genau. Und da habe ich die Rampe hoch. Und zwar so, dass jedes Tier drüber kommt. Hoffentlich. Schauen wir mal. Drei breit wird wahrscheinlich nichts. Sechs und sechs. Schauen wir mal. Also da hat das jetzt hinbaut. Da wollte ich es nicht hinhauen. Bin ich unter meiner Rampe? Ah, okay. Ist wieder mal so klar. Gut, dass es auch abkommen ist, mal egal jetzt. Mir reicht so. Und vor allem wäre es dieses Mal halt nicht abkommen vom Rest, sondern es würde halt dazugehören. 6. Jetzt hätten wir hier aber das gleiche Problem wie drüben. Ich müsste tarnen und täuschen. Ah, es ist doof. Dann bauen wir hier eine Wand. Hier ein Dreieckerl. Ja, ich meine, es geht, aber das zum Beispiel gefällt mir nicht. Aber so können wir es fertig bauen, ja? Ich würde sagen, die Rampe haben wir damit so gut wie fertig. Und dieses Mal ist so, dass man halt wirklich ohne Probleme drüber kommt. So, ich würde sagen, damit wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Ich sage tschüss, ciao, baba. Bis zum nächsten Mal.